Wir kommen heute mal wieder zu einer Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Die 50. Folge ist ja jetzt schon fast 2 Monate her. Und ja, Zeit dafür, heute mal wieder ein weiteres Spiel auszusuchen. Ich habe meine Liste aktualisiert und im Moment sind noch 122 B2K-Spiele irgendwo in der Liste, die darauf warten, einmal wenigstens angespielt zu werden. Und mal sehen, für welches Spiel der Zufallsgenerator diese Woche entscheidet. Airmech Combat Transformed. Naja, mal schauen, was das für ein Spiel ist und was ich da genau anstellen kann, wie strategisch das ist, wie actionlastig das ist und was mich sonst so in dem Spiel erwartet. Airmech ist ein Free-to-Play, aktuell im Early Access, will 595 Megabyte installieren und braucht für den Download 583. Okay, also keine größere Komprimierung dabei. Aber es sollte nicht allzu lang dauern, bis das Spiel dann verfügbar ist. In der Zeit kann ich mir noch ein bisschen anschauen, was denn... Oh, 101 Errungenschaft, da kann ich gleich mal ein bisschen stöbern gehen, was denn von diesen Errungenschaften da dabei ist. Okay, kommt die Tutorial, das werden wir wahrscheinlich dann gleich gemeinsam anschauen. 1000 Tanks destroyen. Dann 20, 50 Tanks mit meinem Airmech. Be the winning team in any match online. Okay, gewinne 10 Online Matches. Use Striker Airmech, Osprey Airmech. Okay, es ist also eigentlich einfach viel. Okay, Enemy. Deaktiviere 50 feindliche Minen. Zerstöre 100 Creeps mit meinem Airmech. Also mal sehen, ob es da nur irgendwie Battles gibt oder ob ich das auch als Singleplayer irgendwie spielen kann. Erreiche ein Online-Match, nachdem ich... Ein Gewinner ein Online-Match, nachdem ich Spieler Level 30 erreicht habe. Oh, gewinne eine Solo-Survival-Match auf einer Survival-Map. Naja, das klingt doch schon mal interessant. Also auf jeden Fall ist da nicht alles PvP. Sondern es gibt, okay, Capture the Flag gibt es hier auch. Share 496 Cakes. Wann und wo auch immer die zu bekommen sind. Wahrscheinlich irgendwelche so Community-Freundesgeschichten. Naja, also mal sehen, welche Errungenschaften sich da direkt dann in der ersten Spielstunde abschließen lassen. So, also dann auf ins Spiel. So wie es aussieht, ist hier zumindest die Steam-Integration so weit vorhanden, dass ich nicht extra einen Account anlegen muss. Also mit dem Steam-Account rein. Okay, ich habe noch keinen Airmech-Account, das heißt, ich muss einen neuen anlegen. Na, da habe ich ja Glück gehabt, dass mein Name genau 15 Zeichen lang ist dann. Also, Endzeit-Szenario und die Kriegsmaschinerie ist weiter in Betrieb, auch wenn kaum noch Menschen vorhanden sind. Na dann. Okay. Direkt ins Tutorial. The Ironhead is worse than ever. An AI army set. On destroying the human race. Naja, schauen wir mal, dass die menschliche Rasse nicht gleich ausgelöscht wird. Okay, das sind die verschiedenen Kämpfertypen oder die verschiedenen Mechs, die ich benutzen kann. Aber als erstes. You can configure your pilot anytime during play. Okay, und warum kann ich es jetzt nicht machen? Sehr witzig. Kann ich mal das Geschlecht ändern? Na gut. Ach so, jetzt kann ich es erst machen. Ui, sehe ich ja überhaupt nichts mehr. Okay, also mit Blau und Gold sieht es immer noch am besten aus. Auch wenn das gleich das erste ist. Ändern sich hier nur die Farben. Da war doch vorhin noch blau dabei. Komisch.
Bin sicher, am Anfang stand hier blau. Na, dann lassen wir es einfach mal in Dark. Dann will ich aber auch eine andere Brille haben. Dann gehen wir etwas düster. Earn and unlock new Hamlets as you complete missions. Okay, auf in die erste Mission. Report to Admiral Samson to deploy. Was genau soll ich jetzt tun? Erste Kampagne, willkommen to the bar. Das ist die eigentliche Sache, Spielephilosoph. Wir brauchen jeden Piloten, die wir bekommen können. Ihre erste Aufgabe wird nicht einfach sein. Ich hab's, Ausbilder. Schwierigkeitsstufe, normal, Standard, fortgeschritten, skrupellos. Naja, fangen wir erstmal mit der einfachen Schwierigkeitsstufe an. Ich will ja erstmal das Spiel erleben und nicht gleich Frustrationselemente haben. Diese Mission ist gesperrt. Füllen Sie die vorige Mission aus. Okay, das heißt, es gibt nur 12 Missionen in der ersten Kampagne. Und Archiv. Oh, Schrottplatz, Kampagne 1. Railgun, Kampagne 1. Okay, aber mehr als die eine Kampagne wird zumindest nicht angezeigt, aber vielleicht wird es ja auch erst angezeigt, wenn ich die erste durch habe. Und letztlich die dann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen abzulegen. Bewegt sie heraus, Pilot. Diese Basis wird geschrubbt. Leiter Nord auf dem Flugplatz. Mission 1, Schrottplatz. Keine Waffen, keine Core verändern. So stellen es in einem Stück auf einen Flugplatz. Okay. Richtung Norden. Bombardierungen sind auf dem Weg. Ey, nicht mich angreifen. Wie schieße ich denn? Da sind noch mehr davon. Nix. Sagt mir nichts, wie ich schießen kann. Also einfach weiterlaufen. Wird schon irgendwie gut gehen. Kann nicht sein, dass ich keine Waffen habe. Sie sind eine Menge Feuer nehmen. Finden Abdeckung und Stopp Autoreparatur in Klicken. Okay, also wenn ich lang genug keinen Schaden nehme, findet die Reparatur statt. Was ist das andere? Energie. Also weiter nach oben. Eine Mine, super. Kann ich aber alles nichts einsammeln. Das ist der Flugplatz, nördlich. Sollte ich vielleicht doch die Sprache lieber in Englisch umstellen. Okay, das ging jetzt nur da durchzulaufen. My hands are clean, die erste Errungenschaft freigeschaltet. Win a match, online or offline, without destroying any units with your air mech. Naja, ich konnte ja irgendwie nichts zerstören. Das ist natürlich die Frage, wie sieht dann die Schwierigkeitsstufe, machen wir mal, skrupellos aus? Und wie schwierig dann, oder was da jetzt tatsächlich dann die Unterschiede sind. Keine Waffen, keinen Chor verändern. So stellen wir es. Okay, also ich soll, genau, in einem Stück zum Flugplatz kommen. So, das heißt, ich nehme zwar schneller Schaden, die Autoreparatur ist aber funktionsfähig. Gut. Oh, da sind Sachen im Weg. Und die Dinger reichen anscheinend um einiges weiter. Aber mal schauen, ob ich dann gleich in der Lage bin, zumindest die... Ja, das ist schon recht kritisch. Wenn da jetzt noch eine Bombe mir auf den Kopf fällt, dann habe ich ein Problem. Okay, vermeide feindliche Kugeln. Mission fail. Ah, cool, es kann gleich von vorne starten. Gut, also an der Stelle muss ich irgendwie ein bisschen besser durchkommen.
wonach richtet sich jetzt eigentlich Bombardierungen? Sind gefährlich? Sag mir doch einfach, dass sie gefährlich sind. Ah, ich bin im Moment schon voller Gesundheit. Das heißt, gleich durchlaufen. Ja, nicht beide Kapseln einsammeln. Und... Boah, ja, diese Bomben sind natürlich ziemlich problematisch. Mit 176 kriege ich ja eigentlich irgendwo eine Anzeige. So, das heißt, die Minen umlaufe ich dann mal besser. Und dann sollte es doch schon möglich sein, da einfach reinzukommen. Sehr schön. Also, die erste Mission lässt sich auch noch in den schwierigsten Schwierigkeitsstufen abschließen. Jetzt gehen wir wieder runter. Erstmal gucken, was sich hier anlegen. Eines Waffenkorps und bläst sie, ihren Weg durch die zerstörte Basis zu entkommen. Gut. Alles zerstören, was sich bewegt. So, die Reparaturpad ist nordöstlich von ihrem Standort. Okay, das wird das Ding da sein. Installieren von Waffenkorps. Ha, sehr schön. Okay, jetzt habe ich den Hinweis, der auch immer... Hier kommen sie, zünden sie sie an. Ja, schon getan. Was sind das für Punkte? Ah, das ist Experience. Nee, aber dann würde ich die ja nicht verlieren. Okay. Auf jeden Fall schon mal ganz lustig. In der Schwierigkeitsstufe auch recht unproblematisch. Ah, das sind Energiesachen. Da fliegt Energie auf mich zu. Nicht mich angreifen. Und Stufe 3. Okay, ich kann einfach dahin ballern. Irgendwo wird schon irgendwas treffen. Da gibt es da hinten irgendwas. Erkunden lohnt sich, glaube ich, nicht so sehr. Dass man den ganzen anderen Schrott nicht wirklich angreifen kann. Naja, da werde ich auch gleich nochmal probieren, wie es ist, den in der schwierigeren Schwierigkeitsstufe zu machen. Ob die dann deutlich weiter schießen können und ob ich vor allen Dingen nicht einfach so in jede Richtung schießen kann. Ah. Da ist der LKW im Weg und der LKW lässt sich nicht in die Luft sprengen. Ist ja lustig. So, was sind diese roten Punkte? Kann ich die einsammeln? Nee. Okay. Kann einfach dagegen laufen. Abseits der Straße. Aber wirklich zu finden gibt es hier hinten nichts. Okay, während die Bombe fällt, sehe ich sie zumindest gerade noch rechtzeitig, dass sie vielleicht noch ein Stück zur Seite laufen könnte. Okay, wenn ich nicht direkt schon drunter stehe. Lässt sich leider nichts einsammeln. Wenn es hier hinten jetzt irgendwelche coolen Sachen zu entdecken gäbe. Aber wahrscheinlich kann man da einfach nur die Sachen umlaufen, wenn es irgendwie gelingt, die Teile in die Luft zu sprengen. Ich glaube, ich habe ein bisschen... Oh. Okay, allein die Bewegung scheint schon ziemlich viel Energie zu brauchen. Und die Energie lädt sich mit Sicherheit nicht von alleine auf. Enemy ist neutralisiert, gut geschossen. So, hier unten war ich schon. Ne, war ich noch nicht. Aber das heißt, das Erkunden kostet ziemlich viel Energie. Da kann ich richtig zugucken, wie der Balken da unten schwirrt. Also vielleicht doch nicht so viel erkunden. Ah, das sind meine Leute. Es gibt die Mechanger oben voran. Okay. 11:38. Was bedeutet das?
Gut, herzlichen Glückwunsch, Sie haben nivelliert. Aha, ich habe nivelliert. Halten Sie sich auf zu spielen, um mehr Erfahrung zu sammeln. Sie haben verdient 5 Co-Pilot-Punkte. Ja, die deutsche Übersetzung ist schon sehr lustig. Auch wenn sie natürlich im Beta ist, ist es trotzdem lustiger, in Deutsch zu spielen. So, jetzt probiere ich das Ganze auch gleich nochmal in der schweren Schwierigkeitsstufe aus, weil ich will ja schließlich wissen, wie schwierig es wird. Also, Waffen installieren. Fertig. Ja. Richten Sie mit der Maus und halten Sie Feuer, linke Maustaste um Hauptgunsfeuer. Okay, das heißt, es gibt nachher wahrscheinlich eine Secondary. So, da unten waren da auch noch welche. Naja, halte ich mich jetzt einfach mal auf der Straße, ein bisschen zügiger. Level 2. Autoreparatur anlaufen lassen. Achso, wenn ich mich bewege, wird die Autoreparatur auch sofort wieder gestoppt. Auf jeden Fall kann ich die aus relativ sicherer Entfernung abschießen. So, auf jeden Fall immer wieder genug Energie einsammeln. Und Level 3. Ja, so mit Maus lässt sich das ziemlich schnell zielen. Keine großen Schwierigkeiten. Ah, da oben stehen noch mehr. Ups. Nicht zu dicht an die Bombenabwerfstellen. Und dann wieder aufgeladen und repariert. Und Level 4. Okay. So, und das war's schon. Da oben war ja schon die Basis und 1138 steht da immer noch. Okay. Gut, also damit ist auch die schwierigste Schwierigkeitsstufe abgeschlossen. Dann probiere ich es jetzt gleich in der Schwierigkeitsstufe. Suche und zerstöre alle feindlichen Kräfte und die Beseitigung der 3 Generatoren. Niedrig bleiben. Suche und zerstöre alle feindlichen Kräfte in der Ghost Canyon Refinerie-Bereich. Gut, einfach nur rechtzeitig in Deckung bleiben, damit es keine größeren Schwierigkeiten gibt. Was ist das? Achtung, wenn Ihr Gegner zu lange alle Außenposten hält, wird sich das negativ auf Ihr Einkommen auswirken. Versuchen Sie sofort einen Außenposten einzunehmen. Jawohl, ich werde sofort einen Außenposten einnehmen. Wo finde ich den? Ups, einer weg. Okay, da komme ich nicht durch. Achso, installiere von Core verändern. Das heißt, jetzt habe ich wahrscheinlich eine größere. Durch Drücken von Shift zwischen Luft- und Bodenart transformieren. Ah ja. So. Das heißt, damit kann ich dann die anderen Bereiche überfliegen. Okay, die Sachen erstmal klein kriegen und dann einen dieser Generatoren zerstören. Okay, da kommen noch mehr Mechs. Oh oh. Ja, das war etwas zu viel. Archiv. Okay, die in der Nähe Bolladesh, Erdekommando, Iron Hand. Das sind die beiden, die ich schon abgeschlossen habe. Also nochmal Schwierigkeitsstufe. Und also erstmal auf geht's. So, jetzt kann ich fliegen. Mal gucken, wie groß das Gelände hier ist. Achso, kann ich eigentlich aus dem
dass ein Mob bis zum Ob Suchten zerstört. Oh, nein, weg. Ah, ich kann auch in der Position fliegen. Aber ich kann die Dinger nicht zerstören. Und ich werde auch nicht repariert, während ich fliege. Okay. Okay, die Dinger kann ich alle nicht angreifen, solange ich im Flieger bin. Zwei Generatoren, nehmen Sie sie heraus. Ah ja, deswegen konnte ich die vorhin auch nicht so gut angreifen. Aber sie treffen mich ziemlich schlecht. So, jetzt die Bodending noch weg. Ah, da ist noch einer drin. Und erstmal wieder reparieren lassen. So, was ich nochmal gucken muss, ob der als Flieger irgendwie in der Lage ist, sich zu reparieren. Sehr schön. Level 3. So, mal gucken. Ja, du reparierst auch als Flieger. Sehr schön. So, Bodenabwehr, Luftabwehr. Zack, der Flieger ist auch im Eimer. Oh, da kommen viele Raketen auf mich zu. Und da sind Flatterriche. Aber das Ausweichen funktioniert hervorragend. So. Heißt das jetzt 10 von 25? Mir ist immer noch nicht klar, was jetzt diese Anzeige da eigentlich zu bedeuten hat. Heißt das, dass da oben jetzt noch Gegner sind? So, das ist der letzte Gegner. Und jetzt muss ich bloß noch die Feinde zerstören. Incoming Vulkanier. Ah, no! Ich habe auf meinen Schaden nicht geachtet. Okay. Aber es ist auf jeden Fall recht kurzweilig. Schnelle Action. Ja, ich weiß. Ist gut. Also. Dann zur ersten Basis. So, hier müsste jetzt auch gleich wieder die Flatterleute auftauchen. Nein! Ey, das gibt's ja nicht, wie lange der mich verfolgt. So, Stufe 2, den Mech noch ausschalten. 23 sind 27. Dort viel zu viele Raketen. Okay, erstmal wieder reparieren. Okay, aber zumindest haben die keinen Zielsucher. Die da schon eher. Ah, ich kann da runterspringen. Oh! Oh. Da ist er automatisch in den Flugmodus gewechselt. Wenn ich da Gefahr gelaufen wäre, runterzufliegen. So, gleich erstmal den erledigt. So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Generator ist im Eimer. Oh. So, ordentlich umkreisen, damit die mich nicht treffen. Oh. Ah, Stufe 4. Wo kommst denn du schon wieder her? So, gleich die nächsten. Nein, nein! Reparieren, schnell! Puh.
Gut. So, hier drüben war doch jetzt noch einer. Jetzt sind schon zwei. So, Artillerie und Mech ausgeschaltet. Ja, an diesen komischen Steinen kann ich nicht einfach drüber laufen. So. Da oben sind jetzt noch fünf und dann sind alle weg. So, jetzt erstmal alle ausschalten und reparieren lassen, bevor ich den Generator platt mache, wenn dann wieder irgendwelche komischen Vulkanier auftauchen und mir das Leben schwer machen. Also erstmal reparieren lassen und dann... Ah, jetzt kriege ich die anderen nicht. Ups, jetzt habe ich die Vulkanier nicht erwischt. Schade, hätte ich doch noch einen Moment warten müssen. Luftstreitkräfte wie Drone-Bombs und Vulkan, ja. Also, Konvoi. Transport und Platz AI-Türmchen, einen feindlichen Konvoi durch die DMZ zu zerstören. Muss ich jetzt irgendwas, um diese Striker auf Carry-Pflicht zu bekommen? Erstens alle Feinde entlang und die Autobahn räumen. Ja. Also, Autobahn rollen. 10 von 13. Das sind meine. Das war aber knapp. Okay, das sind eher die Ortungen, wie und wo die jeweils stehen. So, noch 3. Okay, ich kann mich doch so nach und nach durch die Hindernisse durchbomben oder durchschießen. So, 0. Bereich sicher. Wir haben eine Gruppe von Türmen fallen gelassen, für Sie zu nutzen. Finden Sie in der gesamten Region zu finden. Platzieren Sie die Türme entlang der Straße. Okay, wie mache ich das? Drücken Sie Space im R-Mode und holen... Ah ja. Gut, also Air-Mode und das Ding hochholen. Okay, kommen da vorne Feinde. Dann mal schnell die Dinger hier hin platziert. Ja, da kommen sie schon. So, kann ich mitfeuern. Boah, die sind ja heftig. Oh, die haben schon einzelne Dinger platt gemacht. Das finde ich aber gar nicht gut. Was haben die denn da drauf? Job weiterkämpfen, sehr lustig. Meine Kanonen sind jedenfalls nicht sehr optimal ausgerichtet. Aber das ist ja, achso, das sind der, ist der Konvoi mit den Hilfssachen. Das heißt, die transportieren wahrscheinlich tatsächlich einfach nur Sachen. Und, okay, 14 noch, 15 ist dann schon der nächste Konvoi. So, da ist jetzt nochmal die Frage, wo ich jetzt hier noch weitere Kanonen finde. Die dann natürlich möglichst so platziert werden sollten, dass sie ein gutes Kombofeuer haben. Das heißt, damit die nicht selber so viel einstecken müssen. Kann ich die reparieren? Oh, scheiße, da kommen sie schon. Gehen gleich die nächsten Dinger drauf. Oh, und da gehe ich drauf. Sam hat Spielphilosoph gekillt. Sowas. Also gut.
Das heißt, ich weiß jetzt, was es damit auf sich hat. Das heißt, ich kann die jetzt schon mitnehmen. Scheiße. Ballern die nicht, oder was? Ja, ist vielleicht keine so gute Idee, die Dinger vorher schon hier in die Luft jagen zu lassen. So, Stufe 2. So, dann ist es wahrscheinlich am besten, dass ich die hier oben platziere. Dann haben wir vielleicht auch einen besseren Schussfeld. So. Oh, das sind ja noch viele. Ist ja cool. Ein Haufen Klimbim. Dann kann ich die auch vorher schon sinnvollerweise so platzieren, dass ich das nachher nicht alles im Stress machen muss. Was sind das? Gegner angreifen, Gebäude einnehmen, Patrouillenroute, an Einheit koppeln. Position halten. So, dann die Dinger noch von da hinten. Naja, die Reichweite bringt mir eigentlich da relativ wenig. Die Frage ist nur, können die aneinander vorbeischießen? Okay. So, und hier kommt dann, ups, die nächste Verteidigungsstelle. Oh, verdammt, jetzt habe ich so viel aufgebaut und jetzt ist schon wieder alles kaputt. Also vor allem ich bin kaputt. Das ist nicht gut. Okay, also erst soweit säubern, dass ich hier Platz habe. Und nicht draufgehen, nicht draufgehen. Okay. Hilft nichts, es zu sagen, es muss getan werden. Also. So, besser. So, heilen. Und dann entspannt weiter. So, jetzt sind nur noch drei da. So, dann fange ich jetzt nochmal an, ein paar von den Kanonen hier rüber zu holen. So, war hier jetzt noch einer. Da hinten sind noch. So, aber jetzt erstmal noch die restlichen ausschalten. Bevor die mich zu sehr unter Feuer nehmen. Uah. Heilen. Jupp. Und dann jetzt noch ausgeschaltet. So, der ist weg. Der ist auch weg. So, dann bis die anrücken, kann ich jetzt noch die restlichen Dinger zusammen platzieren. Ja, habe ich schon in Erfahrung gebracht. So, 0 von 13. Da ist noch einer. Na komm. Konvoi eingehend. Naja, 5, 7. Kann ich davon eigentlich mehrere hochholen? Nee. Gebäude einnehmen. Gegner angreifen. So, Gegner angreifen. Okay, sie kommen. Okay, also Kreuzfeuer funktioniert ganz gut. Werde ich mich gleich mal anschließen. So, Konvoi ist schon fast hinüber. Und der Panzer. Oh, ich habe ganz schön eingesteckt. Konvoi ist auf jeden Fall weg.
neu positionieren, wenn sie benötigen. Get them all. So. Was auch immer das jetzt noch für Teile sind. Positionieren wir die mal hier vorne. So, 14 kommen. Und ich hoffe, ich habe alles getan, um gut vorbereitet zu sein. Gut, rauszoomen kann ich nicht. Aber da kommen sie. So, sehr schön. Okay, die Panzer hat es gleich schon erwischt und entschärft. Aber die Frage ist natürlich, wie viele Konvois kommen danach noch? Oder ist das schon der letzte? Ha, der Panzer hat es auf jeden Fall nicht überstanden. Oh, da kommen noch mehr. Okay, der letzte Panzer. Sehr schön. Ah ne, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Der Superboss-Panzer. Ich muss mich erstmal heilen. Okay, solange ich feuere, heile ich nicht. Doch, jetzt heile ich. Jawohl. Nizza schießen, Pilot. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Der Feind hat unsere Com-Anlage im Delta Base erfasst. Wir nehmen es zurück. Ah ja. Field Command, mobilisieren Sie ein Geschwader von Rocket Trucks, eine feindliche Festung zu zerstören. Dies ist ein schneller Schlag. Wir feuern an Ort und Stelle. Okay. Ach hey. Lassen Sie unsere Rocket Trucks mal. Go Air Mode, wählen Sie alle. Control. Fliegen in der Nähe halten und alles klar. Klicken Sie auf die Top Command und drücken Sie einen Capture. Okay, jetzt habe ich alle. Und Gebäude einnehmen. Gehen Sie zurück, Massen wählen und diese Lastwagen einsetzen. Rüstung ist auf dem Weg. Was? Ich schieße euch den Weg vor, alle Leute. Ja, unsere Jungs, wählen und befehlen, Pilot. Also kontrollieren und Gebäude einnehmen. So. Ha, mit Levelaufstieg wäre ich auf jeden Fall auch gleich geheilt. Ne, das ist meine. Goliath voraus. Also, Kontrolle. Nein. Wieso bist du. Also, nochmal. So, Gebäude einnehmen. Wo lauft ihr denn hin? Oh, alles futsch, alles in Schutt und Asche gelegt. Boah, weg, weg. Verdammt. Okay, also, nächster Versuch. Hoch. Alles holen. Nein. Hoch. Ja. Ja. Okay. So. Vorlaufen, Dinge kaputt machen. Nein, nicht mich kaputt machen. Kann ich den auch ernten? Nee, kann ich nicht. Scheiß. Achten Sie auf Minen aus. Bin ich in eine Mine reingelaufen? So. Jawohl. Okay, alles in Schrott und Asche. Super, alle zerlegt. Nein! Oh Mann. Ich hätte den Goliath vorhalten sollen. So, ein bisschen hinten halten, damit ich nicht so schnell getroffen werde.
Aber zumindest hier schon mal die Teile ausschalten. Wie werde ich die ganze Zeit getroffen? Ja, jetzt lasse mich erstmal wieder gesund werden, damit ich hoffentlich hier noch was überstehen kann. Oh, scheiße. Aber immerhin hat der noch ein paar... Oh, nein! Für die Sicherheit Autoreparatur zu verwenden. Ja, verdammt, versuche ich ja. Aber irgendwie ist es immer blöd, aus dem Kampf sich rauszuhalten. Ich will viel lieber vorne mit dabei sein. Toll, jetzt haben sie alle erledigt, weil sie einfach viel zu schnell durchmarschiert sind. Das ist nicht gut. Verdammt. Ja, der fährt jetzt einfach weiter. An der Stelle müsste ich sagen, dass die mal stehen bleiben. Oh, verdammt. Das ist jetzt aber ganz schlecht. Okay, jetzt erstmal wieder heilen, damit ich vielleicht doch noch eine Chance habe, jetzt die Mission alleine abschließen zu können. Treffe ich das Ding? Schwer zu sagen. Oh, das Ding heilt sich. Na super. Das Ding wird immer wieder repariert. Also so funktioniert das Ganze nicht. So, hoffentlich die Dinger da schnell genug ausschalten. So, der Panzer ist auf jeden Fall hinüber. Ich muss mich erstmal wieder regenerieren. Kann hoffen, dass die Idioten nicht alle auf einmal drauf gehen. Okay, der ist weg. Der ist auch weg. Und dieses Mal haben wir es geschafft. Okay, einfach alle zusammen auf einen Haufen und dann klappt das schon. So, dann hoffe ich doch mal, dass das jetzt die letzte Tutorial-Mission ist. Und ich die noch abschließen kann. Sie halten einen voll funktionsfähigen Kampf, haben Outposts um einen... Okay, also los. Okay, Spielhöfe sind für Bildpflicht klar. Dieser Outpost ist bereit zu gehen. Schön. Truppen bauen, dann implementieren und zu zerstören. Der Feind hat 3 Vorposten. Clear ihre Kräfte und fangen sie mit Infanterie an. Okay, bauen Sie Einheiten aus Ihrem Loadout um Q drücken. Soldat. Soldat. Wie viele kann ich davon bauen? Es gibt keine Beschränkung. Okay, dann mal los. Okay, da kommen schon die Ersten, die Ärger wollen.
Okay, mehr als Kanonenfutter sind die aber auch nicht. Alles schon platt. Kann ich da irgendwie Wiederholungsmarker setzen oder irgend sowas? Sag mal, heilen die sich, wenn ich zu weit weggehe oder was? So, wenn ich jetzt ganz aus dem Bild rauslaufe, dann haben die danach wieder volle Gesundheit. Nee, ist immer noch kaputt. Gut. So, da hinten kommen jetzt ein paar Infanterieleute. Die sollte ja die Infanterie dann hoffentlich in den Griff bekommen. So, Feind angreifen. Macht er nicht. Gebäude einnehmen. So, ich komme mit. Versuche euch ein bisschen Deckung zu geben, beziehungsweise Feuerschutz. Hier ist der erste Feindaußenposten. Löschen Sie aus und halten Sie 4 Infanterie. Was? 4 Infanterie, um die zu besetzen. Ah ja. Das heißt, sie stellen sich dann da oben hin. Position halten. Nein, nicht weiterlaufen. Auf jeden Fall brauche ich mehr Produktion. 2,5 Sekunden brauchen die jetzt? Sie brauchen die 2,5 Sekunden. Haben wir vorher nur 2 gebraucht. Wupp. Der Boot ist wie ein Alabama gegraben in Tick. Okay, die werden jetzt hier produziert. Keine Einheit. Ja, ich habe wahrscheinlich noch keine Ressourcen, die ich abbauen muss. Aber ich kann nicht mehr bauen. Okay, jetzt ist alle. Das heißt 11, das heißt 22 ist das Maximum. Habe ich jetzt 22 Einheiten gebaut? Achso, die 4, die da oben stehen, zählen ja auch noch. Also los, Abmarsch, angreifen. Schaut ihr mal, dass ihr diesen dicken, fetten Brutus da klein bekommt. Dafür mache ich hier schon mal die ersten Dinger platt. Okay, Vulkanstaffel, das heißt, das sind irgendwelche Flieger. Da sind sie schon. So, nur nicht abschießen lassen. Und da kommen die nächsten. Oh, haben die alle meine Marines platt gemacht oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Also, weiter produzieren. Das heißt, ich kann hier in der Nähe, das heißt, ich muss in der Nähe sein, um die zu produzieren. Ich kann trotzdem keine längere Schleife produzieren. Na schön. Also, Kommando, Abmarsch.
So, sobald ihr da seid, geht's dann los. Na komm, Abmarsch. Ihr habt was zu tun. Kann ich die Minen irgendwie sprengen? Hier werden wieder besetzt. Zwei nach unten, gut aussehen. Gut aussehen? Du meinst, es sieht gut aus, oder was? Okay, Rückzug. Wir können trotzdem nicht mehr produzieren. So, wenn der Trupp fertig ist, dann hoffe ich mal, dass ich dann gleich starten kann. Und ja, los, Abmarsch. Die anderen sind schon unterwegs. Weil da hinten gibt es wieder Ärger. Das ist es, Attacke. Ja, genau. Jetzt sind die Idioten in die Mine reingelaufen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und gleich alle drei draufgegangen. Boah, super, alle draufgegangen. Sehr schön. Der ist hinüber. Dann dürfte beim nächsten Mal jetzt der Weg fast frei sein. Ich glaube, muss ich da jetzt das Gebäude angreifen oder muss ich den angreifen? Der wird auf jeden Fall geheilt. Schon, geh in die Luft. Ja, also. So, wie viel habt ihr jetzt schon produziert? Dann komme ich jetzt mal die abzuholen. Dauert ja eh noch eine Weile, bis die alle fertig sind dann und auch wieder angekommen sind. So, und das war's. So, Abmarsch. Ihr habt noch ein Gebäude einzunehmen. Okay, der Schaden tritt sofort ein, aber es ist nur 450, das heißt, ich kann den Weg schon mal frei machen, dass mir da keiner mehr in die Luft fliegt, Leute. So, noch ein bisschen Heilung und dann geht's auch gleich zur letzten Basis. Ah, der hat noch einen neuen gebaut. So, jawoll. Das war's, oder? Wobei, es waren nur Vorposten die Rede. Nee. Gut. Und? Okay, das war noch nicht das Tutorial. Gut, aber trotzdem reicht das. Also es ist auf jeden Fall in der Form recht launig.
Und die ersten 6 Kampagnenmissionen sind abgeschlossen. Erst wenn ich das Tutorial abgeschlossen habe, bekomme ich dann die anderen Spielelemente zu Gesicht oder sind die noch gar nicht da, weil es noch Early Access ist? Naja, ich werde es jetzt nicht mehr rausfinden, aber vielleicht habt ihr Lust, auf jeden Fall das kurzweilige Geballer dort auch ein bisschen auszuprobieren. Das Skrupellos hat jetzt doch ganz gut funktioniert und ja, mal schauen. Ich werde sicherlich noch die Zeit investieren und das Tutorial dann oder zumindest die andere Kampagnenmission hier abzuschließen. Mal sehen, wie viel Langzeitmotivation das Spiel dann noch hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!